Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Black Ice Geschichte. Es kam am Wochenende ein Patch raus und ich hatte ein bisschen Angst, dass der tatsächlich dann in der Lage ist, meinen Spielstand zu crashen, aber das ist glücklicherweise anscheinend nicht der Fall, weswegen wir hier also in Ruhe weiterspielen können. Es ist jetzt eine Weile her, dass ich gespielt habe. Kurz zur Rekapitulation. Ich habe ein paar Kommentare unter meine Videos bekommen, die versuche ich auch tatsächlich zu evaluieren und umzusetzen. Einer davon war es, mobilisiere doch bitte mal deine Armee. Dann habe ich hier mal ein bisschen durchgeguckt, was es hier alles so gibt, was denn meine Armee beeinflusst. Und hier ist tatsächlich so ein Status, der heißt Mobilizing. Und wir hatten tatsächlich bisher die ganze Zeit während unseres Polen- und Frankreich-Feldzugs den Status Standing Army inne. Das bedeutet, dass wir Division Attack minus 50%, Division Defense minus 50%, Division Recovery Rate minus 50% und so weiter und so fort hatten. Hat den positiven Vorteil, dass unsere Factories ein bisschen mehr produziert haben, aber wir haben natürlich auch mit 50% weniger Kampfkraft gekämpft, was natürlich ein Riesending ist. Jedenfalls habe ich jetzt mittlerweile meine Armee mobilisiert und das bedeutet, dass wir nachher in Ruhe in Russland unseren Feldzug führen können. Abgesehen davon, apropos Russland-Feldzug, wir haben jetzt da irgendwie noch ein Jahr lang Zeit. Also theoretisch können wir auch jetzt schon Krieg gegen die Jungs machen. Können hier War with the USSR. Das too early to do this focus. Und ich will mich tatsächlich so einigermaßen an die Zeiten halten. Wir können mal kurz bei Russland reingucken. Gott. Russland, Russland, Russland. Details. Russland hat auch noch Standing Army. Das heißt, die haben auch noch nicht mobilisiert. Die haben aber eine gigantische Air Force. 3000 Flugzeuge. Ich weiß nicht, wie viel habe ich denn? Details. 1800, um Gottes Willen. Ich glaube, ich muss meine Luftwaffe mal ein bisschen mehr pushen. Ja, ich habe im Moment 16 Fabriken und Fliegern. Ich habe ein bisschen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Also, wir haben. Ja, Panzer 4 haben wir schon eine ganze Menge. Haben auch Panzer 1 und Panzer 2 eine ganze Menge. Wonach ich gerade suche, sind diese Trucks. Transport Vehicle 8800 haben wir da jetzt mittlerweile. Das heißt, das können wir auf jeden Fall zurückschrauben. Und das, was wir da zu viel haben. Fast Bomber. Was auch immer das hier ist. Brauche ich nicht. Weiß auch gar nicht, ob ich das eingestellt habe. Das passt. Wie sieht es mit Armored Cars aus? Habe ich auch eigentlich genug im Moment. Das heißt, da kann ich auch ein bisschen zurück. Panzer 2 und Panzer 1 will ich eigentlich langfristig gar nicht mehr verwenden. Was will ich dann eigentlich alles in meine Luftwaffe investieren, dass wir da wesentlich mehr aufs Feld kriegen? Und dann müssen wir bei Panzer gucken, eigentlich, also diese Panzer 4, die in Masse herzustellen, das ergibt schon Sinn. Flugzeuge in Massen herzustellen, ergibt aber auch sehr viel Sinn. Dann müssen wir mal hier reingucken bei Infanterie Equipment. Also, ich hätte ja eine gigantische Anzahl an Fabriken drin. 202 am Tag, ich habe 3000 über, also das. Obwohl ich da halt irgendwie 45 Fabriken drin habe, ist das nicht zu viel, wie mir scheint. Und Hermann Göring sorgt irgendwie dafür, dass wir 8% weniger davon herstellen, warum auch immer. Dann muss ich mal reingucken bei diesen. Ja, genau. Da kann ich also auch weniger machen. Ganz wichtig, dass man jetzt mal ein bisschen die Produktion konsolidieren, bevor wir in so einen Russlandfeldzug gehen. Das ist wohl eine benötigte Anzahl. Basic Light Artillery lassen wir auch drin im Mechanized. Da habe ich mal nicht so besonders viel drin. Mich interessieren überwiegend die, wo ich halt sehr viel drin habe. Dann haben wir hier die Medium Artillery. Das ist die 120 mm. Will ich auch mal reinschauen, wie es da aussieht. Medium Artillery. Da haben wir 1100 übrig. Ist das die? Nee, das ist nicht die. Oder ist das die? Könnte sein.
15 cm Feldhaubitze. Doch, das ist die. Okay. Gehen wir da auch mal ein bisschen zurück in der Produktion. Okay, dann gucke ich mal rein, warum Göring das so hemmt. Der muss ja dann irgendwo hier mit drinne sitzen. Hermann Göring. Habe ich den auch da? Factory Output minus 8%. Ach du großer Gott, okay. Das ist ja völlig fatal. Wäre es ja viel sinnvoller, einen anderen Kollegen reinzusetzen. Zum Beispiel den hier. Jetzt mal Bohrmann dann ein. Genau. Was ich abgesehen davon noch machen wollte, war, ich meinte erstmal diesen Industry Plan 2 fertig. Und dann will ich mal gucken, ob ich vielleicht noch einen Balkanfeldzug oder einen Norwegenfeldzug einkriege. Hier fange ich. Moment. The Prototype Version of the BF-109. Ja, gut, aber den hatten wir ja eh schon. Hier fange ich weiter irgendwelche Konvois ab. Was mir ganz gut gefällt. Da unten werden immer wieder italienische Konvois abgefangen, was mir wiederum nicht so gut gefällt. Moment, 267, was? Was schieben denn die hier die ganze Zeit hin und her? Das ist ja völlig fatal. Die Italiener kommen halt nicht damit klar, dass sie nicht durchs Mittelmeer können. Vielleicht, wenn wir hier ein paar von unseren. Wie heißen die Jungs? Gottes Willen. Transport ist es nicht. Fastbombe ist es auch nicht. Das sieht nach dem aus, was ich suche. Nee, das ist ein Fighter. Was ich suche, sind so Nebelbomber. Die habe ich hier alle. Okay. Die schicke ich jetzt mal darunter. Oh, was sie mit dem Patch angepasst haben, ist, glaube ich, die Größe der Flughäfen vor allem. Wie mir mal gerade so scheint. Aber das war so. Und die Flugzeuge hier unten. Naja. Soll nicht mein Problem sein, dass Italien da völlig verreckt. Ich muss nachher wahrscheinlich eh Raum runterschicken. Gucken wir uns mal kurz noch die Resistance an, wie die sich jetzt entwickelt hat. Die scheint hier besser zu sein. Ich habe da ja auch überall so Police Stations hingestellt. Da erwarte ich jetzt auch, dass das langsam einen Tick besser wird. Da können wir mal aufhören einzuhandeln. Können wir, glaube ich, gänzlich aufhören, von Russen einzuhandeln an der Stelle. Denn wir sollten ja jetzt auch, genau, wir bauen jetzt gerade so Geschichten. Was mir auch noch ganz recht wäre, wäre, wenn wir jetzt ein paar von diesen Light Aircraft Factories bauen könnten. Na gut, Operation Weserübung können wir uns überlegen, dass wir die machen, sobald hier der Industry Plan 2 zu ist oder eben ein Balkanfeldzug. Müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt da Justify War Goal, das würde ich in wenigen Tagen hinkriegen. Wäre natürlich so eine Geschichte, die hätte ich von Italien erwartet. Die müssten wahrscheinlich auch sowas wie einen Claim auf Go with Greece, Pact of Steel, Befriend Bulgaria, Claims. Genau, die hätten da Claims drauf, aber gut. Dann marschieren wir da jetzt einfach mit unseren Divisionen durch, schnappen uns Jugoslawien, machen uns da in der Rohstoffsituation dann noch ein bisschen unabhängiger, gerade im Hinblick auf das Aluminium, wobei das aber wohl nicht unser Problem zu sein scheint. Aber nichtsdestotrotz, ein paar Fabriken können wir uns da, denke ich, damit sichern. Ja, immerhin irgendwie 70 Stück oder so. Das ist also schon eine ganz beachtliche Anzahl. Dann haben wir hier die Großdeutschland-Division. Oh. Beeindruckt mir jetzt nicht besonders, aber die Division von Erwin Rommel können da mal runter. Ah, ich sehe gerade, warte mal.
Wir machen das mal nur von unserem Ding aus und Erwin soll dann darunter marschieren. Versuchen das natürlich so manuell wieder irgendwie möglich zu machen. Dann muss ich mal kurz hier in die Panzerdivision reinschauen. Ein weiterer Hinweis, den ich aus dem ersten Kommentaren gezogen habe, war, dass ich doch bitte mal das hier researchen soll, das Panzerbataillon. Damit würden wohl die Panzer 1 und 2 aus den Divisionen verschwinden. Im Moment bin ich damit aber eigentlich noch ganz zufrieden. Das wird wahrscheinlich was sein, sobald ich den Tiger habe, dass ich das dann da eliminiere. Im Moment sieht das so aus, da habe ich quasi nur Panzer 2 und ein paar Panzer 4 drinne. Komme damit auf einen Armorwert von 12. Das kann von normaler Infanterie definitiv nicht gepierst werden, habe einen relativ hohen Breakthrough-Wert. Dann habe ich da irgendwie die 6. Panzerdivision. Irgendwie verschiedene leichte Divisionen. Ich habe alle im Template nicht ändern darf. Okay. Schaffen wir die einfach darunter, dann sollen die damit pushen nachher. Und dann fangen wir jetzt mal an, manuellen Kriegsgrund zu fertigen gegen die Jugoslawen. Und dann bauen wir da natürlich auch Flugzeuge in dem Bereich. Das natürlich anbietend, die da zu nehmen. 3, 4, 5, so. Dann sollen die da Luftüberlegenheit fliegen. Dann gucken wir mal, ob wir von hier hinten vielleicht ein paar Kass aus Albanien starten können. Mal gucken, was da mein Go-To-Kass ist. Das wäre die Stuka. Schauen wir mal 200. Und vielleicht von hier hinten ein paar Medium-Bomber. Habe ich sowas noch? Medium-Bomber, Medium-Bomber, Medium-Bomber. Und dann wäre es vielleicht auch ganz gut, dass wir noch ein paar von den Medium-Bombern bauen. Ach, was haben wir denn da in dem Bereich? Da haben wir. Warst du vielleicht meine Medium-Bomber-Lösung? Müssen wir gerade mal gleich gucken. Im Medium-Bomber-Bereich. Da habe ich bloß die Junkers für meinen Kass einsetzen. Dann habe ich hier einen Heavy-Bomber. Dann habe ich hier den Medium-Bomber. Das wäre die Heinkel AE-111A mit einer Range von 479 Kilometern. Dann müsste ich das alles komplett runtertacken. Dann hätte ich hier einen Fast Bomber. Hätte ich die U-86, eine Range von 700. Hat einen Respectable Ground Attack für einen Medium Bomber, würde ich sagen, ja. Dann machen wir das da, die U-86. Als in der nächsten Text dann. Lassen wir das also weiterlaufen. Und dann können wir direkt auch den Divisionen von Rommel ein bisschen Kampferfahrung hoffentlich bringen. European Channel, was passiert hier? Das fünfmal Submarines. Oh, 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 was passiert denn da gerade? Ach, die haben hier unten eine Flotte gefunden. Die wollen jetzt zum Reparieren. Okay, ja. What the task. So, hier mal gucken. Also, das ist halt absolut unverständlich. Ich habe da jetzt halt den Typen hingestellt, damit er da irgendwie ein bisschen für Ruhe sorgt. Suppression 1,6. Was hat denn so eine normale Infanterie? 1,0. Dass da weiter in diese scheiß Partisanen spawnen. Er greift halt mal kurz mit an. Muss ich halt wirklich da ein paar Infanteriedivisionen stehen lassen. Dann schaffen wir die Großdeutschland hier einfach rüber, wenn ich mit denen sonst schon nichts anfangen kann. Dönitz, wo sind deine U-Boote jetzt?
Was ist mit dir jetzt komplett abgeschossen oder was? Jetzt habe ich wirklich nur noch einen. Wow. Okay. Auto German Reich Flotilla 2. Das heißt, ich habe jetzt innerhalb von kürzester Zeit mal meine komplette U-Boot-Waffe verloren. Dann lasse ich dich nur noch hier vorne U-Boote jagen. Ich hoffe, es sind diese Partisanen, die da irgendwie für so einen hohen Suppression-Wert sorgen. Okay, ich habe Dinger übrig. Dann immer dafür, dass wir wesentlich mehr Flugzeuge bauen. Dazu brauchen wir dann aber auch wesentlich mehr Öl. Das mit dem Irak. Mal kurz runter gucken. Ja, Irak war die Geschichte hier. Ja, die unterdrücken den Faschismus immer weiter. Natürlich nicht hilfreich. Kann man hier mal gucken, ob meine Flugzeuge da irgendeinen Einfluss haben. Ja, die Großdeutschland kann da mal mit angreifen. Und damit sollten die dann relativ schnell erledigt werden. Dann lasse ich euch mal da eine leichte Panzerdivision. Warum hat Schörner, warum kannst du jetzt nur noch 18 Divisionen führen? Okay. Ja, dann wenn du nur 18 führen kannst, dann unterstelle ich halt ein paar deiner Divisionen. 4, 5, 6 Divisionen. Das würde ich gern versuchen zu verstehen. Experienced Soldier. Decent General. General Max Army Size plus 2. Und jetzt auf ihn klicke. Awesome General plus 6. Genius General plus 10. Das heißt, die Standardgröße scheint jetzt dann 16 zu sein. Ja, genau. Okay. Und er ist quasi bloß so ein. Kompetenter, wenn ich kurz Student könnte ich zum Beispiel ansetzen oder Hasso von Manteuffel, Albert Kesselring, nehmen wir den, dann sind wir da zumindest mal ein bisschen besser unterwegs. Und dann sehen wir zu, dass wir Schörner vielleicht für explizite Gebirgsjägereinsätze später nur verwenden. Okay, die 8,8 mm Flak ist fertig. Werde ich jetzt natürlich, das wäre natürlich nutzen, um jetzt den Tiger, das kann ich noch nicht, Heavy Air Upgrade 1, okay, das muss ich machen. Jetzt könnte ich aber die Flak theoretisch produzieren, richtig? Wie sieht es hier mit meinem Kriegsgrund aus? Der müsste irgendwann. 1. Juli ist der fertig. Achso, laden wir hier mal einen Battleplan auf. Die steuere ich nachher dann eh manuell. Ich werde Ungarn nicht in den Krieg rufen. Ich bin, glaube ich, gerade dabei, genau, die F zu machen. Da investiere ich dann auch meine ganze Air Experience rein. Okay,
schon langsam. Erkläre ich jetzt da den Krieg. Gut, und dann greifen wir da mit den Panzern so an. Da mit den Motorisierten gehen wir da rein. Mit denen greife ich den gegnerischen Panzer an. Und da machen wir auch eine Offensive. Mit zwei helfe ich da und machen wir das dann so. Ah, okay. Jetzt haben die da die Italiener reingerufen. War natürlich nicht blöd. Machen wir mal die Marble Crowd Crews an. Oh, eine Panzerdivision. Haben wir jetzt schon die ersten zurückgeschlagen. Greifen wir mit denen mal da an. Gut. Das sind wir jetzt drin im Feld. Die ziehen sich da gerade zurück. Machen wir das mal so. North Atlantic Ridge. Okay, stopp. Bin ich mit den leichten Panzern übergesetzt. Da stoßen wir vor auf Zagreb und da dann runter. Mein Slowenien ist bypassed worden, okay. Einen Tick schneller machen. Gut. Greifen wir da weiter an. Und da können die leichte Panzerdivision runterfahren. Stopp. Wir zwei. Da weiter runter und da halt, stopp, ihr geht bitte dahin. Military Industry Plan 2. Dann machen wir jetzt die Weserübung. 28 Tage, okay. Ja, bis dann soll ich es hinkriegen, die Jungs hier zur Aufgabe zu bringen. Mit der leichten Panzer fahren wir hier unten rum. Hier wird Ungarn invasiert, okay. Okay, gut, da haben wir also einen Cut-off geschafft. Dann würde ich euch zwei bitten, euch strategisch hier vorzuverlegen. Du kannst hier weiter vorrücken. Dann versuchen wir hier runterzufallen. Und dann löschen wir hier mal die Division aus. Mal komplett überfahren. Drei leichten Panzerdivisionen können mal da reinfahren. Ja, ihr müsst da jetzt auch nicht angreifen, das reicht eigentlich, wenn. So. Leg dir mal strategisch hier vor, bitte. Hilf du mal, das da zu besiegen. Da rein zum Ausrücken.
Nein, vergiss es. Will gar nichts von den Italienern haben. Die haben mehr als genug eigene Probleme. Du mal da rein, da rein. Dann fahren wir mit den leichten Panzern so. Und dann sehen wir mal zu, dass wir die hier oben ausgelöscht kriegen. Gucken wir uns mal kurz die Luftwaffensituation an. Da sind noch alle da, wo sie hin sollen. Kann ich hier mal noch 50 Kass reintun. Oh, cool. Er hat ein Level abbekommen in seinen Skills. Da müssen wir weiter pushen können. Da stehen die irgendwie zwei Felder vor Budapest, was ich ziemlich beängstigend finde. Und dann pushen wir da unten vielleicht mal. Nein, da kannst du gar nicht direkt pushen. Warum können die denn dann da pushen? Push bitte runter auf das. Du bist darunter. Und ihr geht bitte auf den Flughafen. Da oben öffnet jetzt hoffentlich ein paar Divisionen aus. Da gehen wir da rein. Okay. Wieder verlegt das schon strategisch hin. Da haben wir eine gewaltige Resistance gegen die Occupation. Das ist ja enorm, obwohl wir da halt irgendwie. Wir haben halt drei Divisionen irgendwie hin stationiert. Da auch. Kämpfen wir die mal. Okay, was passiert hier? Advancing to enemy general Richthofen. Have encountered an enemy fort. Okay. Nehmen wir Belgrad ein. Ihre Befehle? Bereit zum Ausrücken. Bereit. Und dann gucken wir mal, wie weit die sind, die Jungs, die Jugoslawen, bis zur Aufgabe. Okay, cool. Die geben auf. Immer. Wir haben ein paar Waffen gesammelt. Und ich stopp, genauso ihr auch stopp. Wir trommeln hier erstmal zur. Ihr wisst, was wir machen. Wir müssen mal zusehen. Diese Kavalleriebrigaden. Wozu hatte ich die nochmal gemacht? Ich meine auch. Ja, genau, auch für MP-Zwecke. Die deploy ich jetzt einfach mal. Diese Infanterie-Brigaden. Das sind die normalen Infanteristen.
Ja, das sieht nach normalen Infanteristen aus. Okay. Dann haben wir da noch zwei Panzerdivisionen. Mir fehlen Panzer 2, okay. Wir haben aber, glaube ich, Panzer 4 eine ganze Menge. Okay, nee, nicht wirklich übrig. Aber wir haben ein paar tschechische Panzer. Das sind die 36er, die ich da aushebe. Vielleicht, wenn ich hier so ein Panzer 2 durch so einen tschechischen Panzer ersetze. Sieht es dann aus? Machen wir das mal. Okay, gut, dann schaffe ich die. Um Gottes Willen, was ist denn hier schon wieder passiert? Ah, also, die bringen mich zur Weißglut, diese scheiß Partisanen. Wo sind denn hier eigentlich die Divisionen hin? Ach, das waren wahrscheinlich Schörners Divisionen. Ah. Um Gottes Willen, hey. Ihr bekämpft das bitte. Also, dass halt alle paar Tage eine Partisanendivision spawnt, das. Ja, nehmt das alles ein. Komm. Direkt nach Warschau einmarschieren, da drauf. Weiß gar nicht, was die von mir erwarten, was ich da für Divisionen Anzahlen hinstelle, um da diese Partisanen zu bekämpfen. Mehr Stuka bitte. Und mehr Öl. Wie sieht es in der Konstruktion aus? Die werden jetzt gebaut, die Dinger. So, genau, diese Übung steht auch bald an, ne? Hier ganz viele Häfen zur Verfügung. Probieren wir einfach mal eine klassische Seenversion, würde ich sagen. Zack, ab nach 1, 1, 2, 3. Und danach. Ja, oh, sag mir bitte nicht, dass ich gar keinen. Habe ich gar kein Landungstag? Fünf. Da sind gar keine Divisionen assigned. Okay, machen wir's. Ja, ich probiere es jetzt nochmal. Also, ich habe im Moment nirgendwo sonst auf der Welt irgendeine Seenotion, richtig? Okay. Dann probieren wir mal mit zwei Divisionen. Nehmen wir dann vielleicht zwei erfahrene Divisionen. Und die Invasionsbefehl von da nach da. Keine Transporter? Use Invasion Total Limit 0. Selected Search More Transport Technology. Ach, okay. Achso, ich habe es gerade als grün. Okay. Muss ich das erstmal erforschen? Ja, dann kann man uns die Weserübung auch ziemlich schenken. Dachte, die wussten, wie das geht. Wir sind jetzt im Krieg mit Finnland. Okay. Dann war das erstmal unser Balkanfeldzug. Was man theoretisch noch machen könnte, wäre Rumänien. Ah, genau, was eigentlich mit rumänischem Öl? Das würde mich noch interessieren. Wir haben nicht besonders viel. Und das, was wir haben, das handeln sie auch nicht nach außen.
Wie mir scheint. Wo haben wir das denn? Free Press High-Tech Limited Exports. Ja, toll. Dann Rumänien werde ich, glaube ich, Red Faction, Negative. Different Ideology. Ihr habt schon Faschisten ohne Ende bei euch. Aber trotzdem, mit 15% sind die Liberalen nicht besonders gut dran. Habe ich vielleicht eine Chance, Rumänien irgendwie über den Fokusbaum noch dazu zu bewegen? Also ich glaube, wenn ich im Moment den Russen den Krieg erkläre, dann wird halt meine komplette Ökonomie zusammenbrechen, weil ich halt so viel Öl von denen importiere. Deswegen will ich das eigentlich nicht überstürzen. Dann würde ich jetzt vielleicht einfach mal versuchen, da Division Motor nach Afrika zu bringen. Damit vielleicht den Suezkanal zu sichern. Und zwar manuell. Wir können das ja mal testen mit einer Division. Ja, die haben ja die absolute Sehüberlegenheit. Nee, ich will das glaube ich gar nicht testen. Ich komme da im Moment nicht runter. Aber Rumänien müssen wir dann halt den Krieg erklären. Wie lange würde das dauern? 16 Tage auch. Ja, machen wir mal einen Rumänien-Feldzug. Die Division hatten wir. Okay, Leseübung ist fertig. Ja, hilft mir viel, wenn ich kein Landungsdeck habe. Around Maginot. Noch Luxemburg annektieren. Auch nicht die Offenbarung. Reichsautobahn, Flag Defenses. Machen wir mal die Peenemünde Research Area, damit wir dann hier auf Rocketry können, damit wir dann auf den extra Research Slot kommen, würde ich sagen. Gibt irgendwas anderes im Moment Sinn? Atlantic Wall, Medium Forts. Wenn ich mich Ostwall, Lightfoots, Westwall. Ah, Jagdgeschwader, da würde ich den Bonus bekommen für den F, aber den habe ich ja jetzt gleich sowieso schon. Ich hier irgendwo für die Heavy Tanks? Research Bonus? Nee, auch nicht. Ja, der Focus Tree begeistert mich jetzt nicht mehr so sehr. Okay. Resistance Suppression machen wir plus einfach mal an, würde ich sagen. Das nervt mich im Moment tatsächlich am meisten. Ja, dann jetzt. Okay, da wollen jetzt wieder irgendwie Partisanen spawnen oder was? Müssen wir uns jetzt tatsächlich überlegen, wie wir weitermachen. Also tatsächlich. Stopp. Das sind 200 Konvois. Warum wollen wir die denn nicht abfangen? Schade. Doch, ich krieg sie doch. Ja, oh, Wahnsinn. 300 Konvois ist mein lieber Britta. Das bedeutet, dass. Ah, jetzt haben sie aber wieder krass in Konvois abgeholt, aber das bedeutet, da fange ich gerade irgendwelche Divisionen ab.
Das ist auf jeden Fall das Schmerzhafteste. Bereite ich mich jetzt einfach sehr ausgiebig auf den Russlandfeldzug vor. Vielleicht auch mit einer. Ja, wobei Landung, das Thema habe ich jetzt eigentlich abgeschrieben. Wie sieht es denn hier mit Suppression aus? Dann setze ich mal hier irgendwie 1, 2, 3. Eine Division vielleicht nach Aarhus, eine nach Odensa. In die Angetreten. Westlinie 1. Zuhören. Zuhören. Ausrücken. Machen wir mal hier runter, dass wir uns jetzt langsam auf den Russlandfeldzug vorbereiten können. Angetreten. Jo. Die fahren jetzt also in aller Ruhe nacheinander ab. Die waren nicht angriffspacken, können die von mir aus haben, die Ungarn. Okay, da bekommen wir jetzt Division Organization plus 10%. Land Doctrine Research minus 15%. Die 11. Wir haben jetzt mehr als genug Panzerdivision im Moment, wie ich finde. Jetzt freie Dockyards, okay. Woher auch immer ich diese ganzen Dockyards bekomme. Das ist Type im ASS. Das ist der hier. Ich habe da irgendwie eine ganze Menge Build Quality. Torpedo, Stealth, Range, Engine, Max Speed. Das mal so. Überall nur noch einen. Ist das das, was ich jetzt geupgradet habe? Ja. Dann mehr davon. So. Insgesamt brauche ich 4 Stück. Zack, zack. Okay. Ihre Dann Befehle. habe ich hier General Küchler. Befehle. Der hätte ich gern. Was haben wir hier für eine Gefechtsbreite? 23. Das ist quasi 20. Und pack mal so 4 pro Feld rein. Zuhören. 4. 1, Zuhören. 2, 3, 4. Ausrücken. Wie geht da bitte rein? Dann haben wir hier noch 2 Stück. Schicke ich dann dahin. So, was haben wir jetzt hier? Construction. Ja, ihr dürft natürlich bauen. Damit ist den Battlefield, genau. Den BF 109. Wir können jetzt schon auf den G gehen. Und 253 Tagen. Können wir gerne mal kurz vergleichen. Das G-Modell hat etwas höhere Production Cost, ist ein Tick schneller, hat eine höhere Agility, einen höheren Air Attack. Ein ganz schönes Stück besser. Aber ich wollte ja auch einen Medium Bomber haben. Der wäre in 140 Tagen fertig. Verschieben wir den jetzt mal kurz zwischen. Ja, das interessiert mich alles nicht, aber das interessiert mich. Und da gehe ich jetzt mal auf das F-Modell und da investiere ich jetzt mal einfach in den Engine. Man nämlich eine wesentlich höhere Agility, einen höheren Max-Speed. Und dann vielleicht Weapons und Reliability 1 nach oben. Nee, eigentlich wäre Range wichtig. Wenn ich so drüber nachdenke.
Mal so. Noch einen kriege ich nicht, ne? Okay. Okay, dann hätte ich hier gern das Modell A. Und dann können wir jetzt auch ein Öl zurückgehen. Denn wahrscheinlich sind diese. Ne, die sind noch gar nicht fertig geworden, die Raffinerien, okay. Wann? Woher habe ich dann das Öl? Nun ja. Dann können wir hier weiter unseren Feldzug planen. Das würde ich. Angetreten. Ach so, die konnte ich dir wieder nicht unterstellen. Aber dir kann ich irgendeinen Trade verpassen. Gegen mir Defensive Doctrine 2 und 3. Gib denen alles mit, was sie wollen. Dann habe ich ein Improved Oil Processing bekommen. Ah, das war die Geschichte hier. Okay. Die will ich, glaube ich, gar nicht mit dem Krieg haben. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir den Push machen. Also Rumänien will ich gar nicht in die Fraktion haben, weil ich brauche eigentlich das rumänische Öl. Machen wir das noch, dann holen wir uns im nächsten Teil dann das rumänische Öl noch ab. Und dann geht's auf nach Russland. Gut, das hier sollte dann erstmal der nächste Teil gewesen sein. Was haben wir in diesem Teil gemacht? Wir haben ein bisschen die Produktion konsolidiert, haben versucht, dass wir da einigermaßen Überproduktion in den Griff kriegen und so weiter. Oh, ich bin gerade noch mal kurz am Durchgucken. Ich habe jetzt 22.000 Waffen übrig. Also, da können wir ein bisschen in der Produktion zurückgehen. Aber wir denken, dass wir schon 2 Millionen Mann im Feld haben. Und da kommen wir jetzt einfach. Das sind die Jungs, ne? Das sind nur MPs, die ich da aushebe. Ja, ich brauche natürlich auch normale Infanteriedivisionen. Das können wir mal noch machen. So. Ach so, so. Okay. Ich selbst ausgewählt, ja, habe ich. Gut. Dann kann ich die drei Divisionen hier oben abziehen. Bräuchte aber noch normale Infanteriedivisionen. Trainieren. Return Hungarian Land Handover Italian Claims. Mazedonien. Hier habe ich jetzt schon wieder. Limit Resistances. Return Hungarian Land. Machen wir mal den ganzen Quatsch. Angetreten. Dann gucken wir hier mal noch ganz kurz durch. Ich will Göring noch absetzen, weil ich genau weiß, dass ich das dann auch wieder vergesse. Okay, was haben wir hier? Creation Puppet. Nicht mehr Belgien, Nordfrankreich. Reichskommissariat Niederlande. Motions to Feldmarschallen, das brauche ich eigentlich. Kroatien können wir freilassen. Muss ich mich nämlich nicht um den ganzen Schrott kümmern. Belgien, Nordfrankreich.
Müsste mich zumindest nicht um die um die Partisanen kümmern. Ich war eigentlich, also ich habe da jetzt genügend Zeug hingestellt, dass ich jetzt um die Partisanen kümmern soll. Equipment. Ne, eigentlich würde ich das gerne. Jetzt sogar noch ein zweiter. So. Irgendwelches Zeug timeoutet. Das ist mir egal. Gut, alles klar. Dann, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bye bye.